Einen wunderschönen guten Morgen, meine YouTuber. Ich gern starte in diesen neuen Vlog. Psch, jetzt genau noch Tage out vor der FIBO. Denn heute gehen wir woanders trainieren. Wie, was, wo. Bleibt einfach am Ball. Und ich würde sagen, starten wir ganz klassisch mit der Morning Routine. Warum fickt der Kopf, Kopf? Mein Kopf blass Gucci-Sandalen. Ich trag sie nur aus Trotz, Trotz, Trotz. Morning Routine ist drin. Und jetzt würde ich erstmal sagen, ziehen wir uns um. Zacki die Zack, Leute. Gebt euch mal, den habt ihr jetzt noch nicht gesehen. Geilen Metall-Label. Feier ich, Leute, wenn ihr wisst, ihr kennt's. Mit dem Code GIRS kriegt ihr den besten Deal bei Smile Dogs. Und ich würde sagen, ihr wisst, ihr kennt Tasche packen. Let's go. Hallo, hallo. Pasch heute zu meinem Pulli. Friends, it's time to make my tea. So, ich würde sagen, rein damit, runter damit. Ciao. So, Friends, ich würde sagen, let's start the day, let's win the day. What's up? Leute, jetzt geht's los. Jetzt steht Fasted Cardio Workout. Gibt's jetzt als erstes mein Pre-Cardio Stacky Haggy? Mein Hellbirner, davon, ihr wisst, ihr kennt's, drei Cups. Eins, zwei, drei. Ganze kombiniert mit dem Schlimmferno. Fettoxidation, Fettverbrennung und Fettstoffwechsel vorprogrammiert. Ist hier schon in meinem Shaker drin. Ich denn die Kombi Slim Tea, geilen Tee und das Zeug, Leute. Zitronentee mit dieser, das ist so Crabfruit-artig. Bombe. Rein damit, runter damit. Let's go. Now, Friends, we are here. Cardio Studio. Wir sind im Remote in Heilbronn. Wisst ihr, kennt's eigentlich? Wir wissen, was jetzt ansteht. Cardio Mario Time. So, Friends, ist was vom Cardio nicht fehlen darf. Wir sind Cardio ready. Hier ist schon meine ERAs am Start. Ich fange jetzt schon an zu schwitzen. Die Kombi. Slimferno, ich gönn's euch mal hier ein. Und Hellburner, richtig, richtig geil. Ich würde sagen, hier sehen wir uns gleich am Cardio. Six and a half hours later. Friends, Cardio Shit, 1 hour is done, baby! So, meine Freunde, Cardio Mario ist done. Jetzt ballern wir noch easy peasy Bauch. Und dann geht's, wo richtig geil ist hin. Wo es hingeht, seht ihr gleich. Ich würde sagen, machen wir erstmal Bauch. Let's go. So, Friends, wir sind hier. Ich würde sagen, schauen wir uns mal die Lauchgestalt an. So, Friends, habt gesehen, flach und dünn. Das heißt erstmal, auf geht's, ab geht's, umziehen, anziehen. Sehen wir uns gleich draußen. Geht's los, wo wir hingehen, wo wir trainieren, was wir trainieren. Das seht ihr jetzt gleich und ich würde sagen, sehen wir uns im Studio. So, meine Lieben, wir sind angekommen und jetzt würde ich mal sagen, gehen wir rein. Let's go. Jetzt, yes, Leute, ihr habt es gesehen, wo wir sind. Heute im Powerhouse in Ludwigsburg. Booster rein, nicht lang schnappen. Brust-Trizeps-Training auf euren Nacken. Let's go. So, meine Freunde, wir fangen ganz, ganz basic an. Brusttraining mit einer Butterfly. Ich würde sagen, ich trainiere jetzt einfach. Also, beliebt.
So, mein Lieben, als nächstes machen wir Bankdrücken. Wir haben jetzt ein paar Plate Loaded gemacht, zwei Plate Loaded. Fleiß haben angefangen, dann haben wir die Pushpresse gemacht. Jetzt noch ein bisschen Bankdrücken, Basic Übung. Hier 130 haben wir drauf, gucken, was geht. Heute nicht so viel Kraft, aber wichtig, einfach den Muskel, den nötigen Reiz setzen. Und dann schauen wir mal, was geht. Später noch Trizeps, freue ich mich drauf. Und ich würde sagen, Bankdrücken, let's go. So, meine Freunde, Brust, Trizeps ist durch. Wir ballern jetzt noch kurz ein bisschen Cardio Mario. Dann geht's nochmal wohin. Also stay tuned, Freunde. Also ich würde sagen, let's go. Genau, meine Lieben, wir sind jetzt wieder im Auto und ballern jetzt noch woanders. Ich mache wahrscheinlich Beinvorderseite, bei Hinterseite habe ich schon gemacht. Mit ein bisschen Bauch. Und ja, Leute, also heute komplett crazy Tag und wir sehen uns, denke ich mal, wieder in dem nächsten Studio. We are back. Ja, Leute, drittes Studio an einem Tag. Läuft. 10 Minuten Stairmaster, Hairmaster, dann steht Bein Vorderseite an und Supersatz mit Bauch. Ich würde sagen, vielleicht will ich das ein oder andere für euch filmen, wenn nicht, sehen wir uns am Training. Let's go. So, Freunde, jetzt springen wir noch kurz unter Solarium und dann sehen wir uns gleich. So, meine Freunde, tot wie noch was, flach und dünn. Das heißt, erstmal Sachen ins Auto und dann, also ich sehe echt tot aus, sehen wir uns zu Hause. Aber bevor wir nach Hause gehen auf der Heimfahrt, gibt es diesen geilen, check den mal ab hier, Protein Bar 50, der ist zwar platt gedrückt wie noch was, weil er gerade der Schublade drin war, aber den gibt es aktuell gerade immer nach dem Training. Und das Geile ist, Leute, wenn ihr bei Peak bestellt, habe ich dafür gesorgt, damit ihr so Proteinbar 50 im Geschmack Cookies and Cream einfach oben drauf bekommt. Also könnt euch. Und ich gönne mir den jetzt auf der Heimfahrt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich zu Hause. Wir sind back at home. Und jetzt gibt es meine Supplemente, die wo es nach dem Training gibt eigentlich, Leute. Ich sag's euch, heute war richtig, richtig am Mautag. Wir haben heute wieder no, neues Lowest Weight. Wir wiegen jetzt nur noch 90,7. Flach und dünn, das bedarf es. Und ich freue mich so, wenn ich anfange zu laden. Aber die Form, die wird langsam ganz okay. Also
Mal gucken, was das so geht, was noch so drin ist. Deswegen gönne ich mir jetzt erstmal nicht lang schnacken meine Supplemente. Und zwar gibt es jetzt wie heute Morgen Glutamin, eine sehr, sehr wichtige, eine, ich denke mal fast für mich schon die essentiell sehr wichtigste Aminosäure, weil gerade die Darmflora, Leute, wenn da mal was kaputt ist, Immunsystem sitzt im Darm. Deswegen Glutamin, sehr, sehr wichtig, mindestens 15 bis 20 Gramm am Tag. Wir sind hier auf dem Löffel und hier haben wir nochmal die ganzen, noch ein paar Gesundheits-Saps. Zack, jetzt seht ihr es auch. Omega-3, Kurkumin und No Stress. Genau, einfach Kurkumin und Omega-3, einfach um die Entzündungen zu hemmen, zu sinken. Und No Stress, einfach da ist sowas drin wie Ashwagandha, um das Cortisol, das Stresshormon, weil wir haben dem Körper heute ordentlich Cortisol ausgedrückt, Stress ausgesetzt, zu drücken, um besser zu regenerieren. Ich gönne mir das Ganze und dann sehen wir uns gleich, wenn ich duschen war. Zack, meine Freunde, hier bin ich. Leute, ich gerade frisch von der Dusche und jetzt lege ich mich jetzt, glaube ich, mal eine Stunde oder eine halbe Stunde auf jeden Fall ein bisschen hin. Mache einen Powernap. Vielleicht noch nebenher ein paar Coaching-DMs, Coaching-Pläne anpassen, Coaching-Pläne schreiben. Und genau. Sonst gibt es eigentlich nicht mehr so viel zu sagen, außer wir sehen uns später dann zum Abendessen. Und ich sag's euch, das ist richtig, richtig, richtig zäh. Immer wenn es ein Tag ist, dann droppt das Gewicht. Also können wir mal gespannt sein auf morgen. Auf jeden Fall, denke ich mal, sehen wir uns gleich wieder in der nächsten Frequenz. Wenn es was zum Happy Happy Futen Futen gibt. Wir haben jetzt so um die 17.30 Uhr, dass ihr mal so einen kleinen Zeitunterschied habt. Heute habe ich frei, muss zum Glück nicht arbeiten. Morgen ist ja kompletter normaler Alltag. Und ja, wie gesagt, aktuell mein aktueller Trainingsplan, wird der eine oder andere vielleicht verstanden haben. Ganz mal, ich mache immer Brust, Trizeps, dazu Beinbeuger. Zum Beispiel, wenn es Montag ist, das rotiert sich immer durch. Dienstags Rücken, Bizeps, Beinstrecker, mittwochs Schultern. Die Beinpartie mache ich immer mittags, wenn ich dann die Möglichkeit habe. Und mittwochs ist dann kein Beintag. Donnerstag geht es genauso weiter wie montags. Und freitags geht es genauso weiter wie dienstags. Genau. Und es rotiert sich dann immer durch. Samstag ist dann wieder Schultern alleine. Dann rotiert es sich immer durch. Also ich habe jetzt hier keinen Chest Monday oder sowas. Nur, dass ihr mal wisst, wie ich das aufteile. Waden baller ich aktuell jeden Tag. Und jetzt habt ihr mal so einen kleinen Einblick, wie ich das aktuell mache. Wie gesagt, ich mag das eigentlich gar nicht so Beintag, so Leg Day mäßig hier. Deswegen teile ich das immer auf, immer jeweils drei Übungen. Ihr habt jetzt eine Übung heute gesehen und die anderen habe ich einfach keinen Bock mehr gehabt. Ich war extrem fertig. Ich sage meistens immer drei Übungen, Vorderseite, Hinterseite, jeweils drei bis vier Sätze und immer so 12 bis 15 Wiederholungen. Ich mache jetzt hier nicht auf schwer, 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 6 bis 8. Jetzt wisst ihr Bescheid. Der Siebaum trainiert ab und zu auch Beine. Nein, ist regelmäßig mit dabei, viermal die Woche, wie gesagt. Und ja, Leute, ich würde sagen, sehen wir uns später, wenn es was zu Futen gibt. Was geht ab, mein Lieben? Ich bin wieder halbwegs unter den Ebenen. Und jetzt mache ich mein Food. Und das sehen wir gleich oben, wenn wir in der Küche sind. Back in the kitchen, friends. Der eine oder andere weiß jetzt, was es eigentlich schon gibt. Oder kann es sich denken von den Vlogs davor. Aber ich zeige es euch trotzdem noch für die ganzen neuen Leute, die wir eingeschaltet haben. Also, wichtig ist, wir reduzieren jetzt so gesagt auch das Gemüsevolumen, sprich, dass einfach die Taille schmäler wird, die Woche nicht mehr so raushängt ohne gesättigt ist, aber trotzdem einigermaßen satt ist. Reduzieren wir das Gemüse, sprich, es gibt weniger, also kein Spinat mehr, was ihr letztes Mal gesehen habt. Dann nur noch diese Zucchini-Pfanne und die Eier. Wie was so, ich zeige es euch einfach gleich. Change the camera. Now, ladies and gentlemen, I make this ready. I food this and looking here on my handy YouTube. Und ihr seht das Ganze, wenn es gleich fertig aussieht. Aber Leute, bevor es meine Mahlzeit gibt, haue ich mir nochmal meine Supplemente rein. Haben wir hier eigentlich die Schachtel für morgen, habe ich schon vorbereitet. Die gibt es jeden Morgen, habt ihr gesehen, heute Morgen in der Morning Routine. Und die hier gibt es jetzt, haben wir zweimal Zink, Omega-3 sag ich schon, Kurkumin haben wir, Leber Support. Dann haben wir noch ein GDA, Kredat, dass die Nährstoffe besser aufgenommen werden. Ich kann es euch vielleicht hier, wenn es geht, mal auflisten. Und dann haben wir noch D3K2. Das heißt jetzt reinballern und dann mache ich gerade noch ein bisschen Wäsche. So lange kocht oben die Zucchini in die Pfanne und dann richte ich die an und dann seht ihr es gleich, wenn es ready ist. So, hier ist sie, Leute. Ihr wisst, ihr kennt sie. Die bekannte Zucchini-Hini-Pfanne. Die wird jetzt, wie der eine oder andere sagen würde, einverleiht und dann sehen wir uns, wenn die in die Magen drin ist. Let's go!